Wir befinden uns hier heute bei der Cashflow Conference in Stuttgart, eine Finanzmesse, die so erstmalig stattfindet. Und ich nehme jetzt hier Interviews auf mit verschiedenen Leuten über Finanzen, Investieren, Bitcoin oder Ethereum. Also gerne das Video anschauen, den Kanal abonnieren, ein Like da lassen und kommentieren, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ich glaube seit 3 Jahren, also mit 16. Und aus welchen Gründen einfach, man hat schon immer, ich habe mich schon immer interessiert für das ganze Thema Geld verdienen. Und da ist Investieren halt einfach mit dabei und ja, allmählich angefangen und jetzt geht's halt so weiter, gell, Schritt für Schritt. Sehr gut. Wie alt bist du jetzt? Wie lang bist du schon? 19 bin ich jetzt und werde demnächst 20. Seit 2008. 2008, was waren die Gründe dafür, dass du dich damit auseinandergesetzt hast? Also ich habe klassisch angefangen mit einem Eigenheim bzw. Wohnmobil, Immobilie, wo ich erst hinterher festgestellt habe, dass das eigentlich der falsche Weg war. Und 2019 habe ich dann mit Krypto auch angefangen, weil ich einfach dann die Informationen dazu hatte. Seit Ende meines Masterstudiums, würde ich sagen, und hauptsächlich zum Private Asset Building, also einfach für die Altersvorsorge und so. Sehr gut. Also wie lange bist du dann schon am Investieren jetzt grob in Jahren? Grob 3 Jahre. Tatsächlich bin ich noch ganz am Anfang. Seit 3 Monaten bin ich in Aktien investiert, okay. Und ja, so richtig angekickt irgendwie von dem Thema. Das wird ungefähr 2016 gewesen sein. Da habe ich mich mit dem Thema finanzielle Freiheit auseinandergesetzt, habe auch diverse Bücher darüber gelesen und war halt schnell klar, okay, hey, du willst nicht arbeiten bis 68 oder noch länger. Wie kriegst du das hin? Kriegst du nur durch einen gewissen Zinseszinseffekt hin. Und dadurch hat man sich natürlich mit ETFs und so auseinandergesetzt und erste Sparpläne errichtet. Ja. Was war denn so dein Buch, was du als erstes gelesen hast? Du meintest ein paar Bücher oder eins, was dir sehr gut gefallen hat in dem Bereich? Ich denke, eins, was gerade in Richtung passives Investieren sehr hilfreich ist, ist Tony Robbins, das Buch Money oder dieses andere Buch von ihm, weil wie heißt das nochmal? Ein Weg zur finanziellen Freiheit, glaube ich. Das ist schon echt super, gerade wenn es ums Thema finanzielle Freiheit, passives Investieren, ohne dass du jetzt jeden Morgen irgendwelche Aktien analysieren musst. Damit kannst du gut starten. Ich bin zum ersten Mal eingestiegen 2021. Zwar ein bisschen falsch in Kryptowährungen. Es war die Zeit, wo der Bullrun am Ende war. Ne? Und dann, ich kann mir noch erinnern, Solana war mein erster Kauf. Bei ungefähr 120 Dollar ist der Kurs dann komplett abgestürzt. Ich bin stark geblieben, habe ich da nochmal Solana nachgekauft. Bei 20 Euro habe ich den Durchschnittspreis gesenkt. Mhm. Und ja, mittlerweile läuft ganz gut. Ne? Also man muss ja sehr geduldig bleiben, nicht aus den Emotionen, aus dem Markt rausgehen. Knapp seitdem ich 18 bin. Ich habe dort mein erstes Geld bekommen. Glücklicherweise haben meine Eltern für mich etwas Geld beiseite gelegt. Und wo ich dann 18 wurde, habe ich das bekommen. Dann waren die ersten Fragen natürlich, was mache ich mit dem Geld? Schmeiße ich das einfach nur aus dem Fenster, hole ich mir ein Auto oder sonst was? Und mit der Zeit, nach ein bisschen Zögern, dachte ich mir dann, okay, ich habe so eine Finanzberatung kennengelernt. Die haben auch meinen ethischen Werten entsprochen. Okay. Deswegen habe ich einen großen Teil erstmal darin investiert. Natürlich auch ein bisschen Spaß gehabt mit dem Geld. Und dann mit der Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, mehr zu verdienen, war es mir wichtig, mein Portfolio zu diversifizieren. Aber das erste Mal war mit knapp 18, 19. Investieren hat bei mir relativ früh angefangen, quasi schon mit 18 Jahren. Ich bin heute 37. Das ist nur eine Zahl. Deswegen, also da hängt schon ein paar Jahre dran. Also tatsächlich gehe ich da eher riskanter an die Sache ran. Ich habe viele Kryptos da investiert. Natürlich auch ein paar Aktien, die dann auch ein bisschen safer sind und ein, zwei ETFs. Tatsächlich ist aktuell aufgebaut in Immobilienwerten, allerdings sind die im Ausland und in Krypto. Und das sind im Moment die zwei Assetklassen, weil ich jetzt gerade alles umschifte. Wo im Ausland die Immobilien dann? In Italien. Sehr schön. Wieso Italien? Hast du da einen Bezug dazu? Oder? Also mittlerweile bin ich auch Italienerin, also Deutsche und Italienerin, deswegen auch in Italien. 90% ETFs. Welcher ETF dann oder mehrere ETFs? MSCI World. MSCI World und die anderen 10% in? Ach, verschiedensten Sachen. Bisschen Krypto, bisschen Einzelaktien. Ich habe Aktien, ich habe Bitcoin und Gold. Prozentual grob die Aufteilung? Ich würde sagen so 20% Gold,
5% Bitcoin und der Rest Aktien. Von liquiden Mitteln ungefähr ein Drittel ETFs, Aktien, zwei Drittel tatsächlich in Kryptos. Das ist sehr risikoreich gestreut aufgrund dessen, dass man noch jung ist und risikoaffiner ist. Und ansonsten habe ich dieses Jahr 6 Eigentumswohnungen gekauft. Ist halt nicht ganz so liquide, aber damit hast du natürlich noch einen anderen größeren Hebel. Ja. Definitiv. Würdest du sagen, deine Immobilien sind ja größtenteils wahrscheinlich dann auch noch nicht abgezahlt? Die würdest du jetzt auch da gar nicht reinzählen wahrscheinlich in dein Vermögen? Oder inwieweit würdest du die reinzählen? Ich würde sie aktuell tatsächlich eher nicht reinzählen. Das sind eher Immobilien, die sich selbst tragen. Die wurden ohne Eigenkapital finanziert. Auch im jetzigen Markt ist sowas noch möglich. Und der Mieter zahlt am Ende des Tages den Kredit ab. Du hast diverse Steuervorteile, die du noch kriegst. Und ja, aber ich würde sie jetzt nicht als liquide Mittel mit einzählen. Ich bin sehr, sehr stark in Kryptowährungen investiert. Ich verfolge auch ganz viele Kanäle. Ne? Ich mache auch selber mittlerweile meine Chartanalyse. Sehr cool. Ja, und ich bin sehr stark, ich würde sagen, 60-70% in Kryptowährungen investiert. Und da mache ich auch noch 30% Aktien. Aktien? Ja. Welche Aktien dann eher auf Risiko oder eher auf solide Aktien? So gemischt würde ich sagen. Also ich, soll ich auch sagen, welche Aktien? Gerne, ja. Also ich bin in Tesla investiert. Nvidia habe ich auch einen ganz guten Preis erwischt. Hat's jetzt gut Spaß halt auf jeden Fall, ja. PayPal, da bin ich noch im Minus. Schwierig, könnte aber auch wieder. Ja, ja. Also ich bin in PayPal und ich bin in Apple und Amazon, ne? Aber da muss man ein bisschen warten. Ne? Immobilien, Aktien, ETFs. In Gold hatte ich auch teilweise investiert. Gold natürlich während 2001, da hat jeder mal, denke ich, in Krypto investiert. Ein bisschen ist noch drin, aber weil ich nicht die Zeit habe und nicht die Lust, mich so stark damit auseinanderzusetzen, ist das eher im Hintergrund. Wenn da irgendein großer Push kommt, hat man was davon. Wenn es im Bach untergeht, auch nicht weiter schlimm. Aber das war so meine Philosophie, einfach in jeder Ebene etwas zu machen, solange man noch jung ist, solange man Zeit hat. Und habe dann auch andere Dienste, zum Beispiel eine Altersvorsorge bei der Ergo abgeschlossen, einfach weil mir der Gedanke gefallen hat, obwohl ich das gleiche auch privat mache und machen könnte, ist trotzdem mit anderen Benefits auch woanders machen zu können. Deswegen bin ich da sehr, sehr weit gestreut. Also ich bin Freund von einer Multi-Asset-Strategie. Das ist auch das, was wir mit unseren Kunden und Mandanten umsetzen. Deswegen bei mir sind auf jeden Fall Aktien im Portfolio, aber auch ETFs logischerweise. Immobilien ist ein großer Bestandteil. Dann habe ich Rohstoffe, also Edelmetalle mit drin, Technologiemetalle. Ich habe Kryptowährungen mit drin, bin da auch gut diversifiziert. Und was habe ich noch drin? Kunst ist im Portfolio. Und was viele nicht auf dem Schirm haben, Whisky als Spirituoseninvestment ist Bestandteil. Sehr interessant. Also du gehst dann auch in alternative Investments sozusagen. Alternative Investments sind mit drin. Von der Aufteilung her tatsächlich relativ wenig Aktien. Also ich habe vielleicht so 20% ist Aktien-ETFs. Ich habe Bitcoin kann ich ziemlich genau, oder Krypto generell habe ich 17% im Gesamtportfolio drin. Und der Rest teilt sich, wie gesagt, dann auf. Immobilien ist noch ein größerer Anteil, weil das einfach ein geiler Hebel ist. Macht Sinn, macht Sinn. Immobilien, geiler Hebel. Mit wie viel Prozent hast du deine ersten Immobilien finanziert? Tatsächlich, Mehrfamilienhaus war das erste Investment mit 4 Wohneinheiten und haben das mit 105% finanziert. Sehr stark, weil du dann auch eine gute Bonität hast, guten Cashflow hast und das der Bank quasi auch so weit gut verkaufen konntest, dass sie dann so genau finanziert. Da war ich noch in meiner Anstellung gewesen. Wissen viele nicht, wenn ihr angestellt seid, nutzt das, bevor ihr vielleicht wechselt in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum. Habt ihr eine geile Bonität, nutzt das auf jeden Fall noch mit aus. Habe ich damals auch direkt gemacht, weil wenn du direkt switchst, dann hast du meistens erstmal 3 Jahre Ruhe, bis es dann mit dem Immobilienaufbau weitergeht. Deswegen das auf jeden Fall nutzen. Und wenn das Objekt geil ist, macht die Bank sowieso mehr mit. Deswegen Bonität ist das eine, ein geiles Objekt das andere. Circa 30% meines Einkommens. Okay, also schon eine sehr gute Sparquote so gesehen. Wohnst du dann noch zu Hause oder? Ich wohne aktuell noch zu Hause, aber jetzt demnächst werde ich auch ausziehen, genau. Sehr gut. Und da wird es dann natürlich ein bisschen schwieriger, muss man dann natürlich dann ein bisschen mehr schauen, wie man das dann macht. Aber man guckt, dass man diese 30% auf jeden Fall beibehält. Kann ich tatsächlich nicht pro Monat, weil ich, wie gesagt, ich habe gerade komplett mein Portfolio umgeschiftet und deswegen baue ich es gerade komplett neu auf und das kann ich eigentlich nicht in Monatswert nennen. Ich habe gerade, ach stimmt, ich habe auch noch
erstmal andere Assetklasse, Gold. Ha, klar, logisch. Wie viel Prozent? 50. Ist unterschiedlich, aber ist auf jeden Fall dreistellig noch. 400 Euro vielleicht? Ich würde sagen, in liquide Mittel, also sprich Aktien und ETFs, circa 10.000 bis 12.000 Euro pro Jahr, also okay. Sprich ein Tausender ungefähr. Ich mache das nicht genau pro Monat, ich beobachte die Kurse. Es gibt Monate, wo die Kurse rot sind, dann gehe ich noch mehr drauf. Es gibt Monate, wo grün ist, dann mache ich vielleicht gar nichts. Mhm. Also immer am Beobachten, aber sagen wir mal so, durchschnittlich vielleicht 2.000 im Monat. Das ist sehr stark schon, sehr stark auf jeden Fall. Zwischen 1.000 und 2.000 so. 1.000 Euro. Das kann ich ziemlich genau sagen, dadurch, dass ich relativ viel gerade in mein Investment als in mein Unternehmen investiere, das mal weg. Aber was ich schon immer mache auf der privaten Basis, sind roundabout 3.000 Euro, was wirklich jeden Monat kontinuierlich wie ein Uhrwerk, daran rüttel ich auch nicht und das schon seit über 10 Jahren, was da investiert ist. Und das ist auch das, was ich jedem raten kann, tu eine feste Investition aufbauen, manage vorher, dass du deine Ausgaben für alles bezahlen kannst und ganz grob würde ich wirklich sagen, 20% solltest du in dich und deine, also 20% wirklich investieren in Investments. Wenn du das aktuell nicht monatlich kannst, dann liegt es an zwei Themen. Entweder du hast zu viele Ausgaben oder du verdienst zu wenig. So, wir haben jetzt hier sehr schöne Tage, zwei Tage in Stuttgart verbracht auf der Cashflow Conference. Es sind sehr coole Interviews dabei entstanden. Ein Großteil wird auch noch auf Instagram erscheinen, @use.financials. Wenn euch das Video jetzt hier gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne den Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Interview, bis zum nächsten Video.